Wir haben den Pelé bekommen hier. Ist nice, Digga. Den kann man auch gut linken, oder? Ist ja französische Liga, ne? Ligue 1. Ist nice, Bruder. Macht man den hier? Mbappé wird zu teuer. Ja, kann man sich überlegen, Alter. Pelé ist stark. Wir können ja gleich mal ein bisschen gucken, ob man da irgendwas bauen kann, teammäßig ist. Was soll man da für ein Team bauen? Ich habe absolut null Plan von Silberspielern und was wir für eine Formation am besten nehmen und so. Nein, nein, jetzt geht erstmal Startteam, Silberteam, Freunde. Silberteam. Luis Enrique. Adeyemi. Stürmer. Ja, wie soll ich den denn linken? Da brauche ich ja zwei Stürmer. Darf man Silber-Informs nehmen? Boah, das weiß ich gar nicht. 4-4-2. Okay, gut. 4-4-2 machen wir da mal. So. Wie heißt der? Okafor? So, die zwei können wir nehmen. Jetzt ist die Frage, wie machen wir hier weiter, Alter? Timo Hübers. Könnt ihr mal ein paar Namen reindroppen, dann gucken wir mal, was wir so haben. Boah, der ist schnell, ja. Kamara, ZDM. Ach, den Kamara. Okay, der ist schnell, ja. Zack, okay, gut. Dann haben wir die drei schon mal. So, jetzt bauen wir, wie bauen wir die linke Seite am besten? IV mit 87 Pace. Wer denn, Bro? Cherky. Ja, Cherky passt nicht rein, der ist rechte Seite. Cyprien. Okay, packen wir den erstmal dahin. So, gucken wir mal jetzt hier League 1. Enguete, Kalu. Sulemana, sagt er den hier mit 93 Pace oder was? Das würde so gehen. Aber dann hat der... Ja, dann müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt hier machen, ne? Boah, der ist schnell, Alter. Warte mal, Leitch. Boah, Leitch ist aber auch schnell. Ja, die Frage ist, wen nehmen wir denn hier? Können wir so machen. Frage ist, wie machen wir weiter? Piatkowski. Boah, ist auch schnell von Salzburg. Wir haben eine komplette Salzburg-Ecke. Pelé auf ZM. Ja, und wen im Sturm? Händner TV. Händner gibt's doch gar nicht, Bruder. Was für ein Händner? Frimpong. Boah, der ist ja richtig schnell. Er passt halt nicht rein von der Chemie, Bro. Zentner. Dann müssen wir aber... schwierig. Passt von der Chemie nicht. Tausch Pelé und Cyprien. Kann ich auch machen. Aber... nein, das ist kacke, weil in-game... ja, oder? Ich weiß nicht, ja. Sollet. Sollet sein oder sollet nicht sein? Sollet. Digga, warum sind die alle so schnell von Salzburg, Alter? Hat man denen Fufu gegeben oder was? Wahnsinn, Alter. Purenwald. Ja... würde auch passen. Portugal IV von Lille. Ja, die Frage ist, wen packt man jetzt links hin, ne? Und Torwart. Sind ja alle richtig schnell. Den könnte man LV nehmen. Ah, stimmt. Jetzt kann man die beiden tauschen. Stimmt. Gute Idee. So, jetzt passt es. Genau, jetzt ist gut. Okay. So, wen nimmt man jetzt LV und Torwart? Was sagt ihr? Raum LV? Sagt er, der macht Raum? Wahrscheinlich passt er rein, oder? Ja, in-game gucken wir nochmal, wie wir spielen. Also ich spiele meistens 4-2-2-2, ne? Können wir mal gucken. LB, Nation, France, Silber und League. Schauen wir auch mal League. Oh, was gibt's da Schönes? Boah, ist eine alle schwierige Situation. Mantel ins Tor. Schnorri! Mantel. Ach, weiß ich nicht, ob der gut ist, ey. Wir brauchen sehr viel Chemie, das ist wichtig. Weil wir wechseln ja alle Folgen. Kommen ja zwei neue rein, ne? Gudmundsson. Was für ein Gudmundsson, Alter. Da, Gudmundsson. Passt nicht rein, Bro. Zu wenig Chemie. Fabio Sesina. Ne, komm, nix, Bruder. RV Christensen. Der ist Gold, Bruder. Wir brauchen Silberspieler. RV, IV, TV, eine andere Liga. Aber welche Liga denn, Bro? Dann müsst ihr mir sagen, welche Liga. Habt ihr denn irgendwelche Ideen, Freunde? Sagt mal an. Ich kenne mich mit Silberspielern absolut null aus in FIFA. Wenn ihr da noch welche habt, die gut sind, schnell und so, dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo ihr sagen müsst, wen wir nehmen sollen. Man muss Silberspieler machen als Starterteam. Schnorri, Alter. Richtiger Schnorrer wahrscheinlich. Schnorri gibt's wahrscheinlich auch, ne? Wir könnten eigentlich jetzt hier aber links in die französische Liga gehen. Einfach so machen. Der kann weg. Dann gucken wir jetzt mal hier ZB. Silber, League. Gucken wir mal League 1. Guck mal hier, Thiago Giallo. Mit 83 Pace. Der sieht so auch super aus. Dann brauchen wir noch einen LV. Dann sollte das passen. Nehmen wir... ach komm, nehmen wir den. Oder was sagt ihr? Thiago, nehmen wir den hier. So, und jetzt brauchen wir nur noch... ja, okay, es ist halt mit Chemie nicht so gut. Da müssten wir halt wieder die zwei tauschen hier, ne? Das wäre kein Problem. Gudmundsson. Was habt ihr mit eurem Gudmundsson, Alter? Der ist gut, ja, stimmt, der ist gut. So, und dann die zwei tauschen. So wird's gehen, Leute. Carbonarat Erol. Carbonarat Erol, bitte zu Diensten. So passt es doch. Guck mal, hier haben alle volle Chemie. Wir haben viel Pace. Wir haben keinen Spieler unter 80 Pace, außer Cyprien. Oder was sagt ihr? Fürs Erste. Wir können ja noch überlegen. Ich bespreche mich noch mit Stefan, aber sollen wir wenigstens schon mal einen... in-game können wir umstellen. Ja, RV Turnwald. Ja, wen soll man sonst rechts nehmen? Hast du sonst noch einen rechts aus der österreichischen Liga? Mach RV, IV, Torwart, andere Liga, gibt bessere Lösungen.
Ja, wen denn, Bruder? J-Rox, danke für 8 Monate. Alles fit bei dir weiter so mit den nicen Streams. Danke, Bro. Schwierige Situation. Ullmann? Ull? Kennt ihr doch Ull? Ullmann. Okay, dann pack mal Ullmann rein. Aber das ist LV, Bruder. Wir lassen das Ganze erstmal so, Freunde. Und dann gucken wir noch, ich überlege mir das Ganze und dann schauen wir einfach mal. Ja, die Reaktion kommt noch online, denke ich. Also das könnte unser potenzielles Starter-Team sein, sagen wir mal so. Okay? Unterschreiben wir das Ganze. So passt das erstmal.